Hallöchen! Heute kommt endlich das Video zum Juli, zum Monat Juli, auch wenn der jetzt schon ein bisschen vorangeschritten ist, aber er kommt. Es ist das vorletzte Video. Wenn ich den August gemacht habe, dann ist der Zyklus vollendet. Ich verlinke dir hier mal die Playlist für den ganzen Jahreszyklus, wo ich zu jedem einzelnen Monat geschildert habe, was da so Thema ist. Ja? Und jetzt sind wir im Juli. Ich hätte euch gerne das Video bei Sonnenschein aufgenommen und dieses typische Juli-Wetter, aber dieser Juli ist etwas anders. Aber grundsätzlich geht es beim Juli um Verbindung und Verzauberung. Wieso sind das die Oberthemen? Und zwar im Juli. Das ist die Vollendung, wo alles miteinander zusammenspielt. Ja, die Insekten mit den Blüten und die Früchte werden reif. Ja, das ist die Blüte des Jahres, die Erntezeit, es sind diese magischen Momente, wenn man draußen ist und das Herz geht auf, und alles findet draußen statt, in der Öffentlichkeit, also alle zieht es so raus und du hast ein Strahlen im Gesicht und es schafft einfach Verbindung, ja, das bringt zusammen und sowohl die Menschen als auch die Menschen mit der Natur, als auch die Tiere, die Pflanzen, alles wirkt zusammen und das ist ein Spektakel, ja, alle Stränge, die sich im Laufe des Jahres so einzeln losgestapft sind, die fangen an, sich jetzt zu verbinden oder die sind im Höhepunkt der Verbindung. Ja, das ist magisch. Deswegen auch Verzauberung. Ja, was hier jetzt alles so in der Natur zu finden ist, ist zauberhaft. Ja, und genau dasselbe kannst du auch für dich übertragen. Also das ist jetzt so, was hast du in die Welt gebracht und wie wirkt das zusammen mit anderen? Wie fügt sich das ein ins gesamte System? Ja, wie willst du dich mit anderen vernetzen und verknüpfen? So, wo sind da Vernetzungspunkte? Ja, also du hast jetzt dir was aufgebaut über das Jahr und jetzt ist die Zeit, nach draußen zu schauen, dich umzuschauen. Wo gibt es andere, mit denen du dich verbinden kannst, verknüpfen kannst? Ja? Sei es auf beruflicher Ebene, sei es auf privater Ebene. Ja? Aber das ist jetzt besonders leicht, einfach in Beziehung zu treten, weil alles so einladend ist. Es ist die Zeit der Wildkräuter, der Kirschen, die ersten Äpfel werden reif. Ja? Also du hast die Erntezeit, dieser Duft, die Sinne werden wieder stark angeregt, ja, und das ist so, was so Freude bringt, das ganze leckere, frische Obst, die Vielfalt, die du jetzt hast, ja, und diese Vielfalt im Leben einfach zu genießen und in diesem Moment zu sein und das so anzunehmen und zu bemerken, dass das Wachstum automatisch passiert, ja. Also du musst jetzt nichts mehr dafür tun. Du hast das Pflänzchen gehegt und gepflegt. Anfang des Jahres, wo es noch kälter war, braucht es, und der Keim noch ganz klein war, die Beziehung noch ganz klein war, braucht es noch viel Pflege. Und jetzt ist sie gewachsen und jetzt kannst du einen Schritt zurücktreten und genießen, was du erschaffen hast. Ja, und auch den Mut haben, dich was zu trauen, dass du kannst es jetzt loslassen und kannst zuschauen, wie es sich weiterentwickelt und wächst. Das waren meine kurzen Ausführungen zum Juli. Ich hoffe, du konntest da ein bisschen was erkennen aus deinem eigenen Leben und dich immer weiter zu entfalten. Lass dich überraschen, was der August noch bringt und dann, wie gesagt, schau dir mal die Playlist an und die ganzen anderen Monate. Ich wünsche dir wie immer alles, alles Liebe.